Ja, ich durfte heute auf der Landessynode den Jugendbericht vorstellen. Das ist eine Fortführung einer Berichtsreihe, die alle 4 Jahre den Dialog mit der Jugend der Landessynode darstellt. Und in diesem Bericht geht es hauptsächlich mit einem Schwerpunkt auch um Zeitansagen der evangelischen Jugend. Die evangelische Jugend und die Jugendlichen, die sich ehrenamtlich in unserer Kirche engagieren, sind ein großer Schatz. Und den gilt es auch zu bewahren und auch wertzuschätzen. Zur Wertschätzung gehört nicht nur das Dankeschön für ehrenamtliche Tätigkeit, sondern dazu gehören auch Strukturen, die wir vorhalten müssen. Strukturen, das heißt, dafür sorgen, dass Ehrenamtliche Begleitung finden von Hauptberuflichen in der Jugendarbeit, dass wir sie unterstützen in Zeitmanagement. Das heißt, das wissen Sie selber, ein großes Problem für uns ist die Verdichtung in den Lebensprozessen der Jugendlichen, Schule, die Umstellung auf G8 im Studium, die Bologna-Reform und auch der Ganztag macht uns an vielen Stellen in der Jugendarbeit zu schaffen, vor allem eben den Ehrenamtlichen. Die Jugendverbände initiieren ein Bündnis für Freiräume, woran sich auch die evangelische Jugend im Rheinland beteiligen wird. Es geht nicht darum zu sagen, wir wollen keinen Ganztag mehr. Aus Bildungsgerechtigkeitsgründen finden wir das wichtig, dass es den Ganztag an Schulen gibt. Aber uns ist wichtig, dass auch noch etwas von dem, was unsere Generation so als Straßenkindheit erlebt hat. Zweckfreie Räume da sind, wo Jugendliche selber bestimmen können, was sie am Nachmittag machen, wann sie sich wo und wie mit wem treffen. Für das Ehrenamt in der Jugendarbeit ist das von großem Wert, dass da genug Freiraum auch noch da ist. Wenn sich Ehrenamtliche heute engagieren, dann sind 5 Wochenstunden in der Woche sozusagen fast das Maximum, was sie leisten können. Viele wollen, der 14. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung hat uns das bestätigt, dass die Bereitschaft zum freiwilligen Engagement in der Kirche sogar angestiegen ist. Das ist so, wir müssen, um den Jugendlichen auch diese Wertschätzung zu geben, dafür sorgen, dass sie auch Strukturen vorfinden, die das ermöglichen. Das ist ein großer Punkt gewesen in diesem Jugendbericht und ja, trotzdem bleibt für mich das Statement, wir haben engagierte Menschen, hauptberufliche und Kinder-Jugendarbeit und das ist für uns ein großer Schatz, sind Gegenwart und Zukunft unserer Kirche, beides. Und auch das ist uns wichtig von den Aufgabenfeldern, die wir in der Jugendarbeit haben, dass wir immer sowohl die getauften evangelischen Jugendlichen im Blick haben, die da sind. Es sind immer noch 85% der Getauften, die auch zur Konfirmandenarbeit gehen. Das ist viel. Und gleichzeitig aber auch die Jugendlichen, die nicht evangelisch sind. Uns ist wichtig, dass sie auch mit in den Blick genommen werden, dass auch sie in der Kirche eine Heimat finden können. Evangelische Jugend ist offen für alle Jugendlichen, das soll und will sie auch bleiben.